Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, in der letzten Folge gab es einen fürchterlichen Mord an dem Hausmädchen. Ich glaube immer noch, dass es der Butler war. So, jetzt aber Scherz beiseite, wobei, naja, ein Scherz ist es nicht so wirklich. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich würde mal mit ihr nach unten gehen. Ich weiß nicht, ob sie mitkommt. Ja, Angus sollte sie hat den Schlüssel. eigentlich. Es sei denn, wir kommen anders rein. Es sei denn, wir kommen anders rein. Okay. Können wir von draußen vielleicht rein? Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Okay. Untersuchen Sie den Tod, finden Sie mehr über die ertrunkene Frau aus der Vision heraus. Ach so, das müssen wir beides? Ja gut. Ich schau mal, ob wir von draußen vielleicht irgendwie anders in den Keller reinkommen. Ach, sie kommt jetzt mit. Hä? Alles in Ordnung? Hört auf, rumzualbern. Komm mit mir. Ich komme ja gleich hinein. Geh nicht. Ich will nur noch ein bisschen. Das war keine Bitte, Mädchen. Keine Sorge. Alles wird gut. Was passiert nur mit mir? David, ist alles in Ordnung? Beeilen wir uns. Okay. Sie ist jetzt hier runtergegangen. Habe ich das richtig gesehen? Da, wo wir ja vorhin schon waren. Oh, atemberaubend. Anscheinend sind wir hier richtig. Was ist denn da das Weiße gerade? Wie seltsam. Sehen Sie sich das mal an. Ach so, nee, das ist nur. Okay, nee, das ist nur so ein Pfosten. Oh, Moment, was ist das? Fototeile. Ah! Hä, wieso habe ich die denn vorhin nicht gesehen? Wo ist sie denn hin? Ach, da unten. Uch. Die ist aber auch so klein hier. Da! Sie bilden einen perfekten Kreis. Das kann kein Zufall sein. Sieht aus, als fehle einer der Steine. Schwer genug, um sich damit hinabziehen zu lassen. Okay. Jeder davon trägt eine Inschrift. Ich würde gern das da unten. Ist das eine Rose? So eine Rose habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Der Gärtner, Rory, er hat welche davon im Gewächshaus. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Also mit dir sprechen können wir nicht wirklich. Okay, ja, wir müssten jetzt den Rory, hieß der, glaube ich, finden. Wo gehen wir denn am besten hin? Der war doch da oben. Das war doch der, der gesagt hat, er sieht so viel und er hört so viel, ne? Der war doch vorhin an dem. Och, geh doch einfach mal weiter hier. Der war doch vorhin an diesem, ja, Gewächshaus oder was das war? Mit der Tür beschäftigt. War das das Gewächshaus? Ja, doch, das sieht so aus, ne? Aber es ist so dunkel. Ich denke mal nicht, dass er jetzt noch hier ist, obwohl sein Werkzeug. Oh, pff, wir haben ihn fast umgelaufen, okay. Ja, bitte. Das ist eine ungewöhnliche Rose. So eine habe ich am Seeufer liegen sehen. Hey, die war von mir. Eine Blume für die Blume von Skahandu. Cecilia. Meine Tante? Die sind für Sie? Ei, ich züchtete sie für Sie.
Sie liebte die Rosen, Cecilia. Aber nicht die roten. Erinnerten sie an Blut, weißt du? Verzeihung, aber wäre es nicht passender, sie ihr aufs Grab zu legen? Wieso? Da ist sie doch gar nicht, Junge. Dort ruht sie nicht. Und ich halte nicht viel von eurem modernen Gott. Was ist ihr zugestoßen? Was ist Cecilia zugestoßen, Rory? Ich möchte keine alten Wunden aufreißen, Junge. Darf ich ein paar Rosen haben, Rory? Ich möchte sie auf Cecilias Grab legen. Was bedeutet sie dir? Du kanntest sie nicht. Das stimmt. Aber sie gehört zur Familie. Und Vater sprach immer so liebevoll von ihr. Er lächelte sogar, wenn er erzählte, wie er als Kind mit ihr im Garten gespielt hat. Hat er das, ja? Ei, na, das ist gut zu wissen. Ich müsste noch welche im Gewächshaus haben. Die Steine am Seeufer sind mit seltsamen Zeichen versehen. Runen? Ei, ich bin wohl etwas altmodisch. Ich mag die alten Sitten. Ein Aberglaube wird nicht vernünftiger, nur weil man schon lange daran glaubt. Denk darüber besser nochmal nach. Deine kostbare Wissenschaft kennt nicht alle Antworten, Mädchen. Der Typ wird mir immer sympathischer. Wir unterhalten uns später, Rory. Ei, da bin ich sicher, Junge. Ja, hat er jetzt nicht gesagt, er hat noch ein paar von den Blumen im Gewächshaus? Bedauere, Mädchen, aber du kannst hier nicht rein. Das darf nur die Familie. Warten Sie mal. Nein, schon gut. Ich verstehe das. Gehen Sie vor und ich warte hier, wenn es sein muss. Ei, es muss sein. Okay. Muss ich das verstehen? Ich weiß, es sieht nicht aus, als hätte ich einen grünen Daumen. Ah, jetzt kann ich. Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war sie so? Sie war ein liebes Mädchen. Aber ach, sie hatte mehr als genug Probleme. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Ei, sagte ich. Ist sie ertrunken? Ist sie. Hat sich umgebracht. Ihre Leiche fand man nie. Mir bleiben nur noch Erinnerungen. Und die sind nicht mehr das, was sie waren. Und das dort. Oh, da war noch was. Sind das... Ei, Cecilias Rosen. Die sind wunderschön. Das finde ich auch. Sonst scheint hier allerdings nichts zu wachsen. Ja, das, naja. Hier kann man noch durch, aber man kann... Doch, da ist noch was. Die hier sind... mausetot. Schwer, hier irgendetwas Schönes anzubauen, seit Cecilia fort ist. Also ist das hier der Fluch des Gewächshauses, ja? Da ist nichts mehr. Hier auch nicht. Es ist wundervoll. Cecilia hat das gemacht? Das hat sie. Ei, für mich. Das Mädchen muss sich die Finger blutig gestochen haben. An den Dornen, wissen Sie? Och nee, ne? Okay. Ich sehe jetzt hier aber nichts, was man noch berühren könnte. Also es fallen... Ah, Moment, hier. Ja.
Rote, Des Namens Gordon nicht würdig. Fort von ihr, du Feigling! Oh. Das ist wieder so eine Sache. Nein. Nein. Oh Mann! Nee, da kann ich aber nicht. Da kann ich jetzt aber auch nichts untersuchen. Oh Leute, ernsthaft? Ja, schnell. Das Wort unfruchtbar in den Arm geheizt. Was für ein Monster. Geh weg da. Oh. Da kann ich nichts sehen. Das ist so nervig, ne? So, Hand. Aber das kann ich nicht nehmen. Oder muss ich dann wieder dahin, wenn er das in der Hand hat oder so? Also wenn die Hand so am Leuchten ist. So, jetzt. Die Gartenschere, die Edward benutzt hat, landete in dieser Ecke. Okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Boah, also diese Szenen sind echt nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat er der jetzt die Gartenschere in die Hand geschnitten oder gestochen oder wie? Ich verstehe es nicht, ich komme da nicht ran. Kann ich hier schon mal warten? Ja, komm. Ja, nein. Oh, kann ich das nicht von hier aus oder was ist los? Muss ich mich da auf die andere Seite stellen oder was ist das für ein Mist hier? Ja, komm. So. Nein. Oh. Wie soll ich das denn abschließen? Ja? Komm. Kann ich nicht. Wieso kann ich das nicht? Was ist das für ein Scheiß hier? Nein, nicht schon vorher. Oh. Nein, da war es doch gerade. Leute, nein, geh raus! Och Mann, was war das jetzt für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Er hat es doch gerade. Wieso hat er dann nicht die 1 benutzt? Verschwende! Jetzt. Oh. Lass sie! Leck mich, ehrlich. Wer ist diese alte Frau? Es gehört Mut dazu, Edward so die Stirn zu bieten. Sie haben mich belogen. Wer? Sie alle! Okay. Jetzt verstehe ich, warum der Vater so gewalttätig sein soll. Gewesen sein soll. Was ist passiert? Das könnte ich Sie fragen. Sie haben mit sich selbst geredet.
Und dann haben sie mit den Armen rumgefuchtelt, als ob sie gegen etwas kämpfen. Was konnte ich nicht sehen? Sie haben gebrüllt und das Mädchen kam rein, um nachzusehen, was los ist. Sie wollte sie beruhigen, aber sie sind auf sie losgegangen. Da war eine alte Frau. Sie trug ein langes, fließendes Kleid und klang stark und entschlossen. Klingt nach Rosemary. Sie war Lady Margarets Mutter. Konnte Cecilia keine Kinder bekommen? War Großvater Edward darüber erzürnt? Sie scheinen einiges zu sehen, Junge. So einiges. Es lag nicht an ihr, es war ihr Mann. Er war das Problem, konnte nicht. Sie verstehen? Ich glaube schon, ja. Ei, tja. Edward gab Cecilia die Schuld, dafür den falschen Mann gewählt zu haben. Das wird schon wieder, Junge. Du brauchst nur ein bisschen frische Luft. Dieser Ort kann einem nahe gehen. Naja, immerhin hat er mich jetzt nicht für verrückt gehalten, ne? Das ist ja auch schon mal was. Ich meine, ja. sonst können wir jetzt hier aber so nichts machen, weil beim. Doch, hier? Der Riss ist genau da. Edward war wütend. Offenbar waren er und Urgroßmutter Rose nicht immer einer Meinung. Ich wollte gerade sagen, weil wir konnten sonst danach doch immer was untersuchen. Die Gartenschere müsste... Hier ist sie. Woher wusste ich das? Für eine vergessene Erinnerung ist das verdammt präzise. Naja, es ist ja nicht deine Erinnerung, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist mit den Rosen? Da können wir nichts machen. War's das? Wir brauchen, ja gut, wir brauchen im Endeffekt nur die Gartenschere, ne? Okay, dann gehen wir mal raus. Ja? Hallo? Vertrauen Sie Ihrem Instinkt, Junge! David, geht es Ihnen gut? Tja, da sind wir uns nicht so ganz sicher, ne? Ob es mir gut geht, das sollte ich Sie fragen. Es tut mir leid, dass ich Sie angegriffen habe. Ich weiß nicht, was los war. Keine Sorge. In der Anstalt habe ich Schlimmeres erlebt. Sie ist zäh. Scheint nie die Fassung zu verlieren. Tut mir wirklich leid. Vielleicht sperren Sie mich nächstes Mal nicht aus wie einen ungezogenen Welpen. Ja, versprochen. Ich habe das Gefühl, der Wahnsinn, der in dieser Familie herrscht, in diesen Mauern, befällt langsam auch mich. Ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen sich mir öffnen. Sie müssen mit mir reden. Sie würden mir ja doch nicht glauben. Sie sind ein Sturkopf, genau wie Ihr Vater. Ich glaube, Edward ist vielleicht schuld am Tod meiner Tante Cecilia. Nicht direkt. Sie hat sich im See ertränkt. Ich glaube, Edward hat sie dazu getrieben. So alte Familien haben meistens ein oder zwei Leichen im Keller. Ja, aber meine hat einen ganzen Friedhof voll. Welches Geheimnis diese Familie auch verbirgt. Es kostet Leben. Cecilia, das Hausmädchen, mein Vater. Wer weiß, wie viele es sonst noch waren. Apropos Cecilia, da würde ich sagen, dass wir gleich nochmal danach gucken, weil ich denke mal, genau. Cecilia nicht. Elsa, so hieß sie. Also das Hausmädchen meine ich jetzt. Da würde ich mich sagen, dass wir da jetzt als nächstes nochmal nachgucken, aber dass wir jetzt im Moment die Zeit nutzen, weil das jetzt hier gerade so, ja, ich sag mal kapitelmäßig sozusagen, so ein schöner Cut ist, dass wir hier einen kleinen Cut machen werden und uns den Rest dann in der nächsten Folge anschauen werden. Bis dann.
Ciao.